Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus meets Paris Saint-Germain, Leute. 4 Tore hat Neymar bislang in dieser Saison gemacht. Hier seht ihr es. Also Neymar ist gut drauf, würde ich sagen. Nach 3 Spielen geht klar. 7 Punkte, Stade Brest ist auf Platz 1. Wir spielen heute gegen Metz und dann fängt auch schon der Deadline Day Tag, das wollte ich sagen, danach an. Und dann können wir richtig in die Saison starten, Leute. So sieht's aus. Lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr, wie immer, noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben noch 19 Millionen übrig, also viel geht auf jeden Fall nicht mehr, das ist klar. Wir wollen noch schauen, was hier mit Awa passiert. Wir wollen noch schauen, dass wir 1-2 Spieler verkaufen. Ihr wisst es, checkt immer noch gerne den Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts Pullover. Gibt es in rot, orange, blau und in grün, Leute. Ja, in diesen 4 Farben. Die neuen Nice Designs, andere Designs auch in den 4 Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel, Handyhüllen haben wir am Start. Nice LED-Lampe, ja. Gibt's alles, Leute, also checkt's gerne aus. Hier die Handyhüllen auch in den 4 Camouflage-Farben. Und gratis Autogrammkarte gibt's auch zu eurer Bestellung dazu. Checkt aus, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Ja, wie gesagt, viel können wir nicht mehr machen in Sachen Transfers. Wir sind aber soweit ganz gut aufgestellt. Wir haben ja Griezmann in der letzten Folge verpflichtet, der eigentlich im Sturm spielt. Momentan hat sich der Kollege, wo ist er? Ah ne, Neymar war kurz verletzt. Ne, jetzt ist er wieder fit. Das heißt, er kann wieder rein. Dann machen wir das Ganze wieder so. Genau. Und dann sieht so unsere Bestbesetzung aus. Hier, die wollen wir eigentlich noch verkaufen. Di Maria, Sarabia, Paredes, nicht unbedingt. Gue will ich eigentlich auch noch unbedingt loswerden. Und wenn davon natürlich noch der ein oder andere weggeht, können wir natürlich noch ein bisschen was kaufen. In Sachen Defensive müssten wir schauen. Ja, defensiv müssen wir eigentlich noch ein bisschen aufstocken, wenn man ehrlich ist. Von daher müssen wir jetzt gucken. Ich glaube, wir haben auch Di Maria verkauft. Wir warten jetzt, glaube ich, nur, dass der weggeht. Ne? Das letzte Mal schon wieder ist 3-4 Tage her, wo ich aufgenommen habe. Deswegen bin ich gerade nicht mehr ganz so im Thema. Und die wollen 23 Millionen für Awa plus Gouye. Ja, gut. Ja, ist jetzt nicht ganz so wenig. Wir verhandeln nochmal mit Olympique Lyon. Wollen wir mal gucken, weil Gouye eigentlich hat er ja Marktwert von, ich glaube, auch 25 Millionen oder so. Ne, 22, okay. Das heißt, ich wäre bereit, natürlich noch ein bisschen was drauf zu zahlen, aber die übertreiben gerade ein bisschen. Was hatten wir eben? 10 Millionen? Machen wir mal 13 jetzt. Also bis 15 wäre ich bereit, drauf zu zahlen, obwohl man überlegen muss, das sind jetzt, je nachdem, wenn man für Gouye 30 kriegt, sind das jetzt schon 43 Millionen für Awa. Das ist schon nicht wenig, wenn man ehrlich ist. Die fordern 15,5. Aber man muss dann wieder berechnen, okay, was passiert, wenn du wenn du Gouye nicht loskriegst, wenn kein Verein Gouye kaufen will, dann ist das natürlich auch sozusagen wertlos für uns. Dann machen wir das Ganze doch so, wir sagen 13, dann sagen die 15,5, dann sagen wir 13,5, dann nehmen die an, Alter, diese 500.000 mehr, jetzt mal ohne Witz, für irgendeinen kleinen Verein, ne, kann ich ja voll und ganz verstehen, wenn die dann da bei 500.000 noch versuchen zu verhandeln, ne. Aber so ein großer Verein wie Lyon, Alter, was bringen denn diese 500.000, die da jetzt noch zusätzlich bekommen haben? Absolut unnötig. Aber gut, was soll's. So, wäre ganz gut, wenn wir jetzt mal hier eine Antwort mit Di Maria hinkriegen würden. Warte mal, ich muss jetzt noch mal ganz kurz schauen. Ich bin mir doch sicher, dass wir den verkauft haben, oder nicht? So, lass es mal ganz kurz schauen. Erhalten Angebot. Hier, Di Maria, genau. Wir hatten uns ja mal mit Arsenal geeinigt. 60 Millionen. Ich hoffe, der Deal geht durch, Mann. Ich hoffe nicht, dass Di Maria da jetzt irgendwie was noch irgendwie ablehnt, weil der hat nur noch ein Jahr Vertrag, ey. Dann müssten wir den Vertrag nochmal verlängern, das wäre halt auch bitter. Wir haben noch Alphonso Davies auf die Liste gepackt. Ach ja, der ist erst kürzlich, ach, das war das Problem, stimmt. Ja, den hätte ich ganz gerne geholt, aber weil der halt erst kürzlich da runtergekommen ist, gibt das dementsprechend natürlich nichts, leider. Jetzt spielt das Spiel gegen Metz an. Ja, sollen wir den Deal klar machen mit Awa? Ich würde sagen, wir machen den Deal klar, Leute, mit Awa, obwohl wir eigentlich, ich sag mal so, wenn wir keine Mittelfeldspieler mehr verkaufen, bringt uns das auch nicht viel. Aber komm, wir machen das, Leute. Ich meine, wir geben ja im Endeffekt dafür Gouye ab. Das heißt, wir haben ja dann einen Mittelfeldspieler weniger. Dann haben wir eigentlich noch Paredes fürs Mittelfeld, den ich nicht unbedingt verkaufen will, den man verkaufen könnte. Gouye wollte ich ja unbedingt loswerden, weil der 29 ist. Und wen noch? Einer noch. Wen hatten wir denn noch im Mittelfeld, Leute? Gute Frage. Aber ihr wisst es, Awa, Megatalent.
Wir geben ihm mal eine Rotationsspielerrolle. Ich weiß nicht, ob der damit zufrieden ist. Der ist damit zufrieden. Okay, Aouar, 89er Talent. Also von daher mega Spieler fürs Mittelfeld. Ist Franzose, passt natürlich hier gut rein. Das heißt, wenn wir hier irgendwann mal Frankreichs Nationaltrainer werden sollten, dann ist das natürlich auch ganz nice. Dann haben wir nämlich unseren Aouar, unseren Franzosen und können ihn selber in die Nationalmannschaft holen. Das finde ich immer ganz nice, wisst ihr. Von daher, geile, fresche Sache. Freigebesumme werden wir übergehen. So, jetzt Gehalt. Ah, der fordert wieder nichts. Das ist scheiße jetzt. Momentan 60.000. Gehen wir mal auf 80 hoch, würde ich sagen. Einstiegsbonus von 700.000. Könnte sogar vielleicht schon zu viel sein. Könnte aber auch abgelehnt werden. War dann wohl doch eher zu viel, weil, ja gut, er nimmt es direkt an. Das ist ein faires Angebot. Naja gut, was soll's, Leute. Ist okay, würde ich sagen. Geht klar. War vielleicht dann doch zu viel, aber naja gut, was soll der Geiz. So, das heißt, wir sind jetzt, Stand jetzt, mehr oder weniger pleite. Okay, wir haben noch 6 Millionen, aber die bringen uns auch nicht wirklich weiter, wenn ich ehrlich bin. Aouar kommt natürlich hier direkt mal mit auf die Bank. Weil wir wollten noch schauen, wir müssten eigentlich schon noch so, im besten Falle so 2-3 Spieler verpflichten, ne? Das Ding ist, wenn wir jetzt natürlich die Maria verkaufen und dafür wieder einen teuren Innenverteidiger holen, dann ist natürlich auch das, Alter, guck mal unsere Teammoral an, die ist nicht mal auf grün, scheiße. Wenn wir jetzt natürlich die Maria verkaufen und für das Geld wieder einen sehr, sehr teuren Innenverteidiger holen, ist das ganze Geld natürlich wieder für einen Spieler weg. Ist auch wieder so eine Sache, ne? Ob sich das dann unbedingt lohnt, weil wir bräuchten eigentlich noch schon so 2-3 Spieler, aber unser Kader ist jetzt nicht ganz so groß. Naja, wir gucken mal, wie es gegen Metz läuft. Alter, was ist hier los, Mann? Udol und Chentonce. 2-0 verloren gegen Metz. Junge, die sind aufgestiegen, Alter. Also ich weiß nicht, ob die letzte Jahr aufgestiegen sind, aber vielleicht uns davor mehr. Auf jeden Fall waren die vor ein, zwei Jahren noch in der League 2. Alter, was ist hier los, Mann? Ohne Witz, das kann nicht wahr sein. Oh, Vinicius wird ausgeliehen zu... Was ist das? Mineiro? Kam der da nicht her? Wo kam der her, Vinicius? Kam auf jeden Fall aus Brasilien, aber ich weiß nicht, ob der von Mineiro auch kam. Okay, läuft. Sonst irgendwas passiert? Wir schauen mal hier noch. Also der Saisonstart war echt scheiße, muss ich sagen. Joshua King geht für 27 zu Man U. Puh, Digga, also gut, man muss ehrlich sagen, momentan hängt PSG auch ein bisschen durch in der Liga. Ich weiß gar nicht, aber die sind, glaube ich, trotzdem Erster. Das ist schon echt schwach, Alter, unser Saisonstart, was wir jetzt hier bislang fabriziert haben, ist echt scheiße, man muss sich ehrlich gesagt zugeben. Aber, ja gut, kann man jetzt nichts machen, Leute, ey, wenn es so weitergeht, werden wir rausgeworfen, Alter, Nationaltrainer fährt von Australien, euer Ernst? Australien, Digga, wäre eine Aufgabe, Leute, mit Australien irgendwas zu packen, wäre natürlich eine sehr, sehr... sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, aber würde ich dann doch eher ablehnen, ehrlich gesagt. So, die letzten 10 schon laufen. Junge, was ist mit Di Maria? Also das muss jetzt Di Maria sein, die Nachricht, die wir haben, weil sonst... Jawohl, Alter, geht der Deal nicht mehr durch. Di Maria verkauft, sehr nice. Aber das hat gerade auch schon wieder, glaube ich, gezeigt, diese 2-0-Niederlage. Also ich glaube, das könnte auch teilweise an der Defensive liegen, ne? Weil das ist echt, also defensiv bauen auf jeden Fall, wie gesagt, noch einen neuen Innenverteidiger. So, wir haben jetzt 54 Millionen. Problem ist, dafür kriegen wir, also ein Laporte werden wir dafür wahrscheinlich nicht kriegen, bin ich mir eigentlich relativ sicher, ein Varane auch nicht, ein Süle denke ich mir auch nicht, obwohl weiß ich nicht, bei Süle könnte vielleicht klappen, Varane wahrscheinlich eher nicht. Was möglich wäre, wäre vielleicht Lenglet, wäre vielleicht Umtiti, also das wäre vielleicht eine Option. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Barca über Lenglet zu verhandeln. Der wird wahrscheinlich, würde ich jetzt einmal schätzen, der günstigste sein, obwohl der auch nicht so günstig ist eigentlich. Der kostet auch so. Kriegen wir wahrscheinlich auch nicht für den Preis. Haben wir noch... Ja gut, da müssten wir vielleicht mit dem Spielertausch das Ganze probieren. Wir haben 60 Millionen, 45 Marktwert. Wen hätten wir denn noch, wenn wir hier eintauschen könnten? Mittelfeldtechnisch hätten wir noch Sarabia und Paredes. Aber wir haben, wie gesagt, auch nicht mehr so viele Spieler. Areola haben wir auch noch, den ich ja eigentlich auch verkaufen will, aber ist lange noch kein Angebot reingekommen. Außenverteidiger, Alter, guckt euch mal unsere Außenverteidiger an. Das sind alles nur Jugendspieler, Mann, ohne Witz, was hier los, ey. Innenverteidiger, na gut, will ich eigentlich auch keinen mehr von abgeben. Okay, wir probieren es vielleicht mal mit Sarabia. Vielleicht haben die Interesse an Sarabia. Ja, da unten steht schon Transfersumme. Das heißt, die haben Interesse. Die fordern jetzt bestimmt 60 Millionen zusätzlich. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das war wieder klar. Das sind wieder über 100 Millionen, die jetzt von uns fordern für Lenglet. Das ist wieder komplett übertrieben. Oh, meine Güte, Alter. Wieder komplett reingeschissen. Ohne Scheiß. Wie geht man 30? Dann sind wir nämlich so auf 60 bis 70. Je nachdem, wenn man 40 für Sarabia bekommt, sind das
70 Millionen jetzt, was ich eigentlich schon viel finde für Lenglet. Ey, Digga, guckt es dir an, Mann, ohne Witz. Das ist halt wieder die Scheiße mit den Spielertauschen, ne? Ihr wisst es ja, das hat keinen Sinn, Mann. Spielertausch hat dieses Jahr wirklich keinen Sinn, weil die Spieler zehnfach teurer werden gefühlt. Aber weil wir halt kaum... Junge, die sind sogar nochmal hochgegangen jetzt. Die waren eben auf 61, irgendwas. Jetzt sind die auf 62 Millionen hochgegangen. Ohne Scheiß, Spielertausch ist echt unnötigste überhaupt in diesem Jahr. Okay, 40 will ich maximal bieten, Alter. Das sind nämlich jetzt 70 bis 80 Millionen schon fast, die wir jetzt hier für Lenglet zahlen. Darüber müssen wir erstmal nachdenken. Ja, denkt mal drüber nach, ey. Das ist auch wieder wirklich, also... Das ist echt, Spielertausch ist so eine Scheiße. Das hat echt keinen Sinn, Mann. Das hat sowas von wenig Sinn, Spielertausch. Aber wir haben halt nur noch 60 Millionen. Deswegen, das wird schwer für 60 Millionen hier irgendwie einen dann davon noch zu bekommen. Das ist halt das Problem. Eder Militao könnte man... Ah, nee, der ist ja gerade... Ah, den könnte man sogar kaufen, Digga. Für 50 Millionen könnte man den direkt holen, aber ist ein bisschen zu teuer. Können wir vielleicht eine Laie probieren. Müssen wir mal schauen, ob die den... Aber da, ich will mich erstmal um die anderen Spieler kümmern. Vielleicht würden die den ausleihen, wer weiß. Könnte man vielleicht sogar gebrauchen. Umtiti. Das Ding ist, Umtiti, obwohl der hat auch noch 89, glaube ich. Ne? Umtiti wäre eigentlich interessant, Mann. Umtiti wäre eigentlich interessant. 89er Potenzial. Letztes Jahr habe ich den auf 92 gehabt in der Juve-Karriere. War absolut krass. Dieses Jahr mal gucken. Aber das heißt ja nicht, dass er bei 89 stehen bleibt, Leute. Ne? Na gut, da werden wir uns in der nächsten Folge nochmal drum kümmern, Leute. Was wir auf der Innenverteidigerposition machen. Das war es nämlich erstmal wieder für heute. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Wie immer gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Check noch meinen Shop aus. Nice Designs in Schwarz und Weiß als T-Shirts, Pullover gibt's in Rot, Grün, Orange und in Blau, Leute. In den vier Camouflage-Farben hier die neuen Nice Designs. Andere Designs auch in den vier Farben. Ganz viele andere Sachen noch. Kissen, Tassen, Dornbeutel, nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen gibt es auch noch in Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch. Zur Bestellung dazu. Checkt es gerne aus. Das war's, Leute, von der heutigen Folge. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.